Hallo Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Okay, das letzte Video ist so um die 2 Tage her. Abbrechen. Okay, wir müssen noch immer auf die andere Seite von dem Berg da latschen, nach Ifa-Stadt. Hoch Rotgar. Mal schauen, ich würde mir behaupten, wir gehen einfach zu dem Fluss entlang. Weil vielleicht werden wir wieder drauf gehen, weil irgend so ein Troll oder so zeigt uns den Weg versperrt. So wie gewohnt halt. Aber hoffentlich nicht. Wäre eigentlich zu schlimm. Stelle von Weißlauf entdeckt. Geil. Kann ich das Pferd nehmen? Stehlen. Na, das sind Leute, besser nicht. Hallo. Wir wollen doch gleich zum Pferdedieb werden, sonst unterlegen wir noch der Blutrache. Belagia Hof entdeckt. So. Also schreibt in die Kommentare, ob ich Bull zu laut ist oder irgendwas. Oder ich zu laut bin. Probier's dann. Sammeln, Kohl, Lauch. Keine Ahnung, ich glaube, das kann man essen. Man muss ja schon, wo man bleibt. Und ja, vegetarisch oder so irgendwie heißt ja. Kann ich schon. Schmetterlingsflügel hinzugefügt. Passt. Erstmal Schmetterlinge fangen, so wie es sich gehört für einen Rotwardone. Wenn wir einen Drachen töten konnten, wird uns das auch wieder gelingen. Mit eurer Hilfe, versteht sich. Würde ja hoffen, wenn mich hier umbracht. Honigbräu, okay. Was wollt ihr, Rotwardone? Also direkt auf den Berg marschieren ist vielleicht eine etwas schlechte Idee. Also Entschuldigung, ob die Grafik etwas runter dran müssen, weil es uns jetzt etwas zu sehr geleckt. Ein ziemlich lautes Wasser, oder? Jetzt vielleicht mein Timer einmachen sollen, aber passt, mache ich einfach auf gut Gefühl. So, ab jetzt noch 15 Minuten. Mal wieder total geplant an die Aufnahme angekommen. Naja, ist ja erst eine, also am Vormittag. Also ich muss sagen, die Umgebung, die, da geht der Weg auf, die Umgebung, die ist immer wunderschön, die gefällt mir. Kann ich auch den Weg da nehmen. Ah, ich glaube, wir gehen besser außen drum herum. Ist das aber eine Überraschung? Bandit! Himmelsrand gehört mir doch! Das reicht wohl nicht, oder? Ja! Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Ah! Ja. Was soll man denn da? Oh, Selbstheilung. Ich mache Hackfleisch aus euch! Nur ein Kratzer! Treiben Widerstände. Seid ihr zum Sterben bereit? Da! Weg! Okay, ich glaube, wir sterben da jetzt. Ah! Nein, ich glaube, wir sterben nicht. Hallo, Wasser. Ja, super, jetzt komme ich da nicht mehr raus, oder wie? Doch, komme ich. Fangen Lachs. Passt. Lachsfleisch hinzugefügt. Passt. Okay, Favoriten.
wo war das? Ich glaube D. So. Heilung 5, 4 ist nichts und Nummer 4 die Flamme. So. Wiederherstellung verbessert, okay. So, was hast du als Miet? Stahltor, Stahlpfahl, Gold. Gebenderte Eisenrüstung, Eisenstiefel. Inventar. Bekleidung. Nein, nicht Eisenschild, Eisenstiefel. So. Ja, okay. Die ersten Leute, die mir begegnet sind, erst bevor es draufgegangen. Bravo. Aber war jetzt leicht sprachlos. Es ist doch besser, den äußeren Weg zu gehen, weil da passiert mehr. Die wollte ich jetzt ja nicht mitnehmen. Ich kann euch nicht besiegen. Und OTV3 wiederhergestellt. Ich kann euch nicht besiegen. Ja, was ist genau deswegen habe ich die erste umgebracht. So als Rache. Okay. Ja, was gibt's zum Reden? Die Woche ist vorbei. Also. Brenne! Ratte! Ja, okay. Die Woche ist vorbei. Einige ist wahrscheinlich schon die letzte Ferienwoche. Jedenfalls in Österreich sollte es die letzten den Feriendurchgang, sag ich mal, vollendet haben. Okay, vielleicht sieht die Grafik doch etwas raufdrehen, weil das schaut etwas komisch aus, wenn die Sachen auf einmal auftauchen. Vorne ist schon wieder so ein Elefantenfriedhof. Was ist denn das? Schmetterling? Blaue Schmetterlingsflügel, passt. Puh, weg mit dir. So, Wolfspilz, Wolfspilz, Wolfspilz. Ich glaube, wir werden wieder auf Einhandwaffen wechseln, obwohl der Zweihandkrempel da viel mehr Schaden macht. Hallo, Hirsch. Weil mit Einhandwaffen sind wir einfach viel schneller unterwegs. Heißt er mit so einem mega Krempel da. Ich
Jetzt einfach mal stumpf da rauf. Mal schauen, ob es richtig ist. Wahrscheinlich werden wir jetzt wieder sterben, weil der ganze untote Scheißdreck da. Und tschüss! Auf jeden Fall die Grafik wieder hoch dran. Dann erkennst Feinde viel früher. Scheiße, flüssig. Einfach Grafik wieder hoch dran. Hat Weißlauf-Axt schon ausgerüstet. Waldheimer-Türme entdeckt. Halt! Diese Straße ist gebührenpflichtig. Ihr werdet also 200 Goldstücke Wegezoll locker machen müssen, wenn ihr sie benutzen wollt. Das ist ich hab das Geld nicht. Wie wollt ihr denn einen Heiler bezahlen, nachdem wir euch den Schädel eingeschlagen haben? Ihr hättet nie herkommen sollen. Stirb! Ja, wie wohl? Gar nicht, brauche ich nicht. Okay, wir wechseln jetzt echt wieder auf unsere Einhandwaffen. Entschuldigung, aber das muss sein. Weil mit zwei Handwaffen kann ich nicht umgehen, wie ihr schon seht. Beziehungsweise weil da die Ausdauer zu schnell herunter ist. Ja, und interessiert mich nicht. Okay, Notiz bei der, vor der nächsten Aufnahme, Grafik hochdrehen, ich mach die Feinde davon sehen. Ein Fuchs. Ich würde behaupten, wir latschen da jetzt einfach da querfeld ein runter. Weg. Also ist noch ein weiter Weg durch den gesamten Berg, wie weit müssen wir eigentlich noch? Okay, eh schon fast geschafft. Los, keine Pausen mehr. Wir müssen den Weg nach Einsamkeit finden. Warum gehen wir überhaupt auf eine Hochzeit in so einem abgelegenen Winkel des Kaiserreichs? Ich habe euch gesagt, dass es sich um die Hochzeit von Victoria handelt. Ja, ich rede mal mit denen nicht. Einfach nur so. Alice Korn. Was passiert? Boah. Ich habe ein unsichtbares Tier getroffen. Bravo, Grafik hoch dran, auf jeden Fall. Er hat sehr viel gebraucht, die Ziege abschießen. Fertigkeitenmenü. Nein. Gar nicht warten. Okay. Außenansicht. Gefällt mir noch immer. Ich habe ein Fertigkeitenmenü. Nein. Es geht ja doch auch oben irgendwie, soweit ich weiß, oder? Quests.
es benutzen. Er ist er. Die Waffenkrempel, die ist Zeit. Boah! Attack! Auf jeden Fall Leben skillen. Kann ich nicht zwei Waffen gleichzeitig führen? Müsste eigentlich funktionieren. Da unten labern auch ein paar, ich glaube ich muss da rauf. Fuchs! Okay, ich geh schon wieder falsch. Hätte ich da vorher Wop bergen müssen? Ja, hätte. Ich sollte mich mehr auf die Map schauen, dann wird das nicht passieren. Da kommt man nicht auf, eh. Aber da. Man ja, drüber fliegen über den Berg geht wahrscheinlich nicht. Wäre aber praktisch. So, darauf hofft das wahrscheinlich auch nicht. Auf keinen Fall runterfallen, kann sein, dass das weh tun anfängt. So, weg. So, der wegsteckt, das taucht wahrscheinlich hier wieder so ein Wolfkrempel auf. Da kommt auch nicht drauf, bravo. Ziege. Servus. Hase. Servus. Ja, okay. Dann danke fürs Zusehen, Freunde. Wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Skyrim. Ich hoffe, wir werden zu unserem Zielort ankommen. Dann abonnieren, favorisieren, liken, was weiß ich nicht alles. Ihr kennt's ja. Kommentare da lassen. Dann tschüss.